Denn jetzt kommt jemand, der hat wirklich schon mal auf der Bühne gestanden. Hat er mir erzählt, ich habe damals noch als Quark vorm Fenster gestanden, wie er immer so schön sagt. Und er berichtet, er hätte damals schon den Starclub, hätte er Klaviere zertrümmert, wäre mindestens 10 Meter von der Bühne gesprungen. Seine Platten sind angeblich heute im Handel. Und hätte damals schon das Publikum gequält. Heute quält der Moderator in der Formel 1. Vor allem mich. Meistens oder manchmal auch nicht. Wenn wir das Klavier jetzt auf die Bühne kriegen, dann könnte es auch losgehen. Denn es gibt jetzt Rock'n'Roll. Mit jemand, der nennt sich heute Heinemann, aber er hat uns alle angelogen. Er heißt eigentlich Heinz. Bubi Heinz and the Vampires. So ist er damals aufgetreten. Und das ist kein Gag, das ist keine versteckte Kamera. Wirklich passiert. Und gut, die Vampires sind ein bisschen alt geworden oder sehen ein bisschen anders aus heute. Aber der Mann, der singt, ist echt. Jetzt gibt's Randale auf der Bühne. Hier ist Bubi! Bubi! The greatest! Young man, thank you. Herr Kapellmeister, bitte drücken. Lauter! Jetzt mit den Nachwuchshelden war eine tolle Sache. Ja? So.